Moin moin, willkommen Leute zu einer neuen Extra Island bzw. Fortnite Island Besprechung. Und zwar geht es um Absalom Man of Romance. Ja, relativ coole Insel. Da gibt es Killerbücher und Sanji-Bücher. Ich halte mich jetzt mal ein bisschen kürzer, das wurde im letzten Part so ein bisschen öfter mal angefragt und auch als Feedback gegeben. Deshalb werde ich mich jetzt mal etwas kürzer halten. Ja, relativ simpel. Recommended Teams sind Portugal's DAs. Mit einem 6,25 Attack Boost, wenn ihr die bei, also wenn ihr zweimal Ace drin habt, Ace bei euch selber und Ace als Verbündeten drin habt. Diamond Jutsu Team, 4x ATK und Health, also für Tankiness und ATK. Und falls ihr so glücklich seid und eine Boa habt, dann habt ihr einen 7,56 Attack Boost und Hard für Hard- und Speed Teams, also für gelb und blaue Teams. Ja, halt, ihr müsst halt relativ full life sein dafür. So, da gibt es einen englischen Walkthrough, falls ihr euch den lieber angucken könnt, könnt ihr das natürlich machen. So, wir gehen jetzt nochmal über die Stages durch. Einfach ganz simpel, was ihr da sehen will. Wir gehen jetzt über die, also einfach nur über ein paar Stages, wo was passieren wird. Stage 5 ist der Miniboss und zwar ist einfach nur nochmal Absalom als normaler Boss und davor ist noch sein Helfer-Zombie, so wie ihr den aus dem Anime kennt. Bestes Beispiel ist da die Hochzeit, würde ich jetzt ganz einfach mal sagen, zwischen Absalom und Nami. Ja, wie gesagt, der kann nicht viel. Ja, wenn er unter 20% ist, hielt er sich und kriegt mehr ATK, aber soweit ist alles okay, da solltet ihr eigentlich keine Probleme mit haben. Ja, Absalom Boss Battle ist ein bisschen, ja, wie soll ich es nennen, ja, nervenzerreißend, weil er ganz viele Buffs und Debuffs hat, ganz einfach. Er hat ein Turn 1 macht alle Orbs in Combo Orbs, dann Turn 2 passiert erstmal gar nichts, das können wir nochmal gut angreifen. Ja. Nach dem dritten Zug, er greift an, danach bufft er seine Verteidigung und seine ATK und macht einen Debuff-Protektor an. Ganz einfach, was das heißt, ihr könnt ihn nicht, also nicht mit zum Beispiel GP, Usopp, nochmal weiter zurücksetzen, das ist schon mal wichtig, ist so ein bisschen Immunität, wisst ihr. Und sein Attack-Timer wird auf 0 zurückgesetzt, kennt ihr wahrscheinlich auch schon. Er greift sozusagen jede Runde an. Und wenn er dennoch am Leben ist, dann macht er 6279 Damage jeden Turn. Also die Weise ist halt, oder die Spielweise ist relativ simpel. Ihr müsst halt aufpassen, dass ihr GP schnell zündet, dann in den Runden ja, tot kriegt, weil er ab Turn 3 keine, also nicht mehr gedebufft werden kann. Und danach seid ihr halt relativ am Arsch, weil er jede Runde 6200 macht. Wie gesagt, wenn ihr damit ein Tank-Team Jutsu Jutsu reingeht, ist das relativ cool. Ja, das ist eigentlich so, das sind so die speedigen Stages. Danach habt ihr natürlich noch so ein paar kleinere Stages, wo ihr ein bisschen stallen könnt an Turtles und Pinguin und Schweinchen, glaube ich sogar. Ja, also das ist so, ja, ganz einfach, wenn ihr, wenn ihr relativ gut seid in den mit dem ganzen ja, Landen von Treffern, ist das eigentlich gar kein Problem. Und ja, wenn ihr Jutsu oder Ace habt, ist das auch null Problemo hier. Da er halt ein Hard ist. Oh mein Gott, jetzt kriege ich alles durcheinander. Und wie gesagt, zur Not, wenn ihr Ace spielt und kein Ace mit einer Freundschaft habt, könnt ihr natürlich noch eine Mischung machen aus Jutsu und Ace. Habt ihr ein bisschen mehr Leben und auch, aber auch noch einen ja, guten ATK-Boost. Also auch das ist kein ja, Todesurteil, würde ich jetzt sagen. Und falls ihr nur Boa habt, aber keine andere Boa, dann könnt ihr auch mit den beiden kommen, ja, einfach mit reinnehmen, da würde ich dann aber doch Ace nehmen, da er dann doch diesen hohen ATK-Booster gibt. Und ja, ich denke, das war's. Wie gesagt, wir haben uns auf das simple, ja, ne, auf das simple, ja, konzentriert und jetzt gehen wir nochmal zu Absalom. Vielleicht fuck ich hier richtig seine Aussprache, aber das tut jetzt nichts zur Sache.
erstmal auf seiner ganz normalen Form, die er droppt, ist ein 3-Star, also ein Silver-Pole-Star mit Captain Effect Shooter Units Gain 1,5 ja, mal die Attacke. Und seine Special Ability für 2 Züge reduziert er allen Damage, der reinkommt, also wenn ihr angegriffen werdet, den Damage bei 50%. Und danach doppelt er also die Recovery von deinem Team. Relativ simpel, so ein bisschen defensive Special Ability. Ja. Und da haben wir sie. Seine 4-Sterne-Version ist eine. Ist genau dasselbe, bloß dass die Captain Ability auf 2x ATK, sozusagen Arlong, kann ich das am besten vergleichen. Captain Effect geht einfach auf 2x ATK für Shooter. Also ein Shooter-Captain, solange bis C4 rauskommt, naja, ob man denn sowieso ein Shooter-Team runnen will, ist das eigentlich ein bisschen, naja, aber okay. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Wenn euch dieses Guide gefallen hat, ein bisschen schneller, ein bisschen nicht so lame, dann lasst ruhig mal ein Abo da oder lasst einen Daumen nach oben da. Ne? Abos sind eigentlich nur dafür, dass ihr denn immer informiert wird, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann und ciao.